Wir rufen jetzt auf den Punkt 4, also nicht das Jagdgesetz, sondern den Punkt 4, weil das Jagdgesetz wird um 15.40 Uhr etwa aufgerufen. Ich wollte es erklären, weil einige fragen, wieso macht das in der Rangfolge nach. Das ist eine Bestimmung, dass Setzpunkte dann aufgerufen werden, wenn sie gesetzt worden sind. Ach ja. Ja, klar, der Kollege Eggert hat es ja gleich gesetzt dabei. Deswegen. Gut, dass der Kollege Rudolph uns das noch einmal erklärt hat. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion. Hallo. Fraktion der SPD für ein hessisches Transparenzgesetz, Drucksache 19/2341. Wir haben eine Redezeit vereinbart von 7,5 Minuten. Es bringt ein den Gesetzentwurf der SPD der Herr Kollege Rudolph. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf für ein hessisches Transparenzgesetz wollen wir den dringend notwendig besseren Informationszugang der Bevölkerung gewährleisten, damit sich die Bürgerinnen und Bürger auch in Hessen zügig und ohne Blockade über die Inhalte von Akten der öffentlichen Verwaltungen informieren können. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen Auskunft erhalten. Deswegen ist dieser Gesetzentwurf dringend notwendig, weil Hessen ist an dieser Stelle noch Diaspora, meine sehr verehrten Damen und Herren. In 11 Bundesländern auf Bundesebene und in Europa gibt es bereits Transparenz- oder Informationsfreiheitsgesetze. Lediglich im schönen Bundesland Hessen ist dieser Tatbestand noch nicht geregelt. In diesem wunderschönen Bundesland ist dieser Tatbestand leider immer noch nicht geregelt. Seit vielen Jahren weigert sich die CDU-geführte Landesregierung anzuerkennen, dass eine freiheitlich-demokratische Grundordnung und Gesellschaft mündige und wissende Bürger verlangt. Ein umfassendes Informationsrecht stützt die demokratische Meinungs- und Willensbildung und fördert damit bürgerschaftliche Teilhabe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem vorgelegten Gesetzentwurf gehen wir einen wichtigen und richtigen Schritt in Richtung Transparenz und Demokratiestärkung. Dies ist in Hessen längst überfällig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen mit unserem Gesetzentwurf Transparenz stärken und ein allgemein umfassendes Recht auf Informationszugang schaffen. Die Kontrolle staatlichen Handelns soll verbessert werden. Dies beinhaltet besonders auch die Erhöhung der Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen, so wie wir es in § 1 unseres Gesetzentwurfs nun vorsehen. Und dieser Ansatz ist nicht nur erst seit Stuttgart 21 ein Thema. Die Akzeptanz staatlicher Entscheidungen wird nicht dadurch besser, wenn man die Bürger für unmündig erklärt oder sie nicht in Entscheidungsabläufe mit einbezieht. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, besteht auch im Jahre 2015 endlich Handlungsbedarf hier in Hessen. Wir wollen mit dem vorgelegten Gesetzentwurf grundsätzlich gewährleisten das Recht des Bürgers auf einen Informationsanspruch gegenüber öffentlichen Stellen. Bürgerinnen und Bürger sollen einen umfangreichen Einblick in staatliches Handeln erhalten können. Und jetzt kommt wieder das Totschlagargument. Ich weiß nicht, wer für die CDU spricht. Früher war es der Kollege Heinz. Damit würde man ja dann die Behörden lahmlegen. Es würden ja Tausende von Menschen in die Behörden kommen, Akteneinsicht verlangen, das wäre ja ganz schlimm. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer sich die Erfahrungen aus 11 Bundesländern aus dem Bund anschaut, der wird feststellen müssen, nein, die Verwaltungen sind nicht zusammengebrochen, weil die Bürgerinnen und Bürger dieses Recht durchaus vernünftig nutzen. Und im Übrigen gibt es auch Mechanismen, etwa die Erhebung von Gebühren, die missbräuchliches Einsichtnehmen auch verhindern. Und es gibt auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, auch die Möglichkeit, Akten und Unterlagen, die eben das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu schützen, dass dies gewährleistet ist. Nicht alle Akten sollen frei zugänglich sein. Auch das ist ein Grundsatz, der in unserem Gesetzentwurf geregelt ist. Meine Damen und Herren, wir haben bei den Beratungen in 2013 dazu ja schon die Totschlagargumente von der CDU, damals der FDP, gehört. Ich mache es an der Stelle immer wieder gern, weil was damals richtig war, kann ja heute nicht falsch sein.
Und wenn der Kollege Frömmrich damals, ich zitiere aus dem Protokoll vom 24. April 2013, sagt, mit der Ausrufung der Bürokratie, Monsterbürokratie, nur Hessen sei das glückselige Land, das sich davor schützt, den Bürgerinnen und Bürgern Informationen bereitzustellen, das sei geradezu absurd. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich teile nicht alles, was Kollege Frömmrich sagt. Aber wenn der Kollege Frömmrich etwas Richtiges sagt an der Stelle im Jahre 2013, dann kann das in 2015 nicht falsch sein. Und was nicht falsch ist, kann man auch nicht bei anderen kritisieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mal schauen, wie er so schön sagte, ob der damalige Abgeordnete Heinz, war mal in seinem früheren Leben Ministerialbeamte, eher die Ministeriumssicht vertritt oder aber auch meint, in Hessen gibt es mündige Bürger, die Akteneinsicht nehmen können in Verwaltung des Landes Hessen oder auch der Kommunalverwaltung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der hessische Datenschutzbeauftragte soll nach unserer Auffassung auch die Funktion des Beauftragten für Informationsfreiheit übernehmen. Er ist eine unabhängige Instanz vom Landtag gewählt. Er kann das Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und Recht vernünftig austarieren. Und durch diese Personalunion kommt es auch nach unserer Auffassung zu sachgerechten Ergebnissen. Wenn eine Behörde die Akteneinsicht ablehnt, soll sie auch in dem Bescheid darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, beim Datenschutzbeauftragten dagegen Einspruch einzulegen. Und auch das ist ein vernünftiges Instrument, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will noch einmal jemanden zitieren, Herrn Prof. Semitis. Hessen war ja früher, insbesondere bis zu den Jahren 1999, wenn es um Datenschutz ging, führend, bundesweit. Und wir wissen, den ersten Datenschutzbeauftragten bundesweit gab es hier in diesem Bundesland Hessen. Und Prof. Semitis war und ist eine anerkannte Persönlichkeit. Er hat einmal gesagt, Datenschutz und Informationsfreiheit hängen untrennbar miteinander zusammen. Der Datenschutz garantiert die Integrität des Einzelnen und des Bürgers. Die Informationsfreiheit garantiert seine Partizipationsmöglichkeiten. Beides zusammen sind Voraussetzungen einer demokratischen Gesellschaft. Beides muss zusammen gesehen werden, und beides muss auch zusammen geregelt werden. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind kluge Ausführungen. Und da fragen wir uns doch, warum passiert das in Hessen nicht? Und es wird auch Zeit, dass wir in Hessen endlich Bürgerrechte gegenüber den Verwaltungen ernst nehmen. Und, Herr Frömmrich, ich werde dann wieder vortreten. Gründlichkeit vor Schnelligkeit, oder irgendeiner der GRÜNEN wird das sagen, spielt ja keine Rolle, weil die Argumente, die Person, die hier steht, mag sich ändern. Gründlichkeit vor Schnelligkeit, wir prüfen sorgfältig in der Koalition. Meine Damen und Herren, was prüfen Sie denn eigentlich? Entweder Sie wollen den Bürgerinnen und Bürgern in Hessen die Möglichkeit geben, Zugang zu öffentlichen Akten zu bekommen, oder Sie wollen es nicht. Was wollen Sie denn da eigentlich noch prüfen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wir haben Erfahrungswerte aus 11 Bundesländern, aus dem Bund und aus Europa. Entweder Sie wollen die Bürgerrechte stärken, Sie wollen mehr Transparenz schaffen, oder Sie wollen es nicht. Und wir wollen nicht mehr bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten, sondern wir wollen, dass hessische Bürgerinnen und Bürger endlich ernst genommen werden. Und Parteien, die sich früher einmal als Bürgerrechtspartei bezeichnet haben, na ja, das findet man im praktischen Handeln ja nun gar nicht mehr wieder. Und deswegen ist dieser Gesetzentwurf gut. Nicht nur, weil ihn der Bund der Steuerzahler lobt. Das würde mich an der einen oder anderen Stelle eher nachdenklich stimmen, um das einmal ganz vorsichtig anzudeuten. Er ist in der Sache geboten, Herr Rentsch, und Sie waren früher dagegen. Vielleicht sind Sie heute dafür. Finde ich auch nicht schlecht. Das heißt doch, man kann seine Meinung ändern, wenn man überzeugt ist, es gibt einen guten Gesetzentwurf. Der ist gut. Wir freuen uns auf die Beratungen. Und ich bin einmal gespannt, mit welchen fadenscheinigen Argumenten Schwarz und Grün dies heute hier ablehnen wird. Vielen Dank. Ich kann nicht mehr reden. So. Das Wort hat Frau Kollegin Goldbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist uns eine Freude zu sehen, dass die SPD tatkräftig an der Umsetzung unseres Koalitionsvertrags mitarbeitet. Danke schön. Wobei man aber auch betonen muss, dass Ihr Gesetzentwurf nicht wirklich neu ist, sondern genau dem Antrag entspricht, den Sie in der 18. Wahlperiode schon einmal eingebracht haben. Ein paar sprachliche Glättungen, stilistisch leicht verbessert, aber ansonsten genau das Gleiche. Also, ein alter Hut mit einem neuen Band.
Wir haben mit unserem Koalitionspartner der CDU vereinbart, dass wir die Erfahrungen anderer Länder und des Bundes mit den jeweiligen Informationsfreiheitsgesetzen auswerten und zur Grundlage eines Gesetzes für Hessen machen wollen. Und das werden wir auch tun. Und da wir die Regierungskoalition sind, entscheiden auch wir, wann wir welches Gesetz umsetzen und lassen uns von Ihnen weder hetzen noch treiben. Ich erinnere einmal an Ihre Kritik von gestern, dass Sie uns gesagt haben, wir würden Gesetzesvorhaben zu schnell durchführen. In diesem Fall ist es Ihnen zu langsam. Entscheiden Sie sich einmal, was Sie wollen. Wir machen unser Tempo, und das ist in jedem Fall vernünftig. Aber schauen wir einmal, worum es eigentlich inhaltlich geht. Klar, öffentliche Verwaltungen handeln immer für das Gemeinwohl und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Deswegen gibt es ein gemeinsames Interesse. Ich würde da auch nicht so polarisieren, Herr Kollege Rudolph, zwischen die Bürger müssen gegen die Verwaltung oder entgegen den Interessen, sondern es ist ein gemeinsames Interesse, das möchte ich einmal betonen. Nämlich das Interesse, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden für das Gemeinwohl und dass die Umsetzung dieser Entscheidung auch gut funktioniert. Das reicht von der Ausweisung neuer Baugebiete über die Einführung einer Biotonne bis zum Bau oder auch mal der Schließung von Schulen. Und wir können sehen, dass in den letzten Jahrzehnten ein ganz neues Verständnis von Verwaltungshandel entstanden ist, nämlich dieses alte Amtsgeheimnis, das auch ein Instrument der Macht war, existiert nicht mehr. Auch die schicksalsergebende Duldung der Bürgerinnen und Bürger ist zum Glück nicht mehr so da wie früher. Das gehört zum Glück der Vergangenheit an. Ich finde es interessant und auch sehr gut nachvollziehbar, dass nach den Erfahrungen der Menschen in der DDR mit diesen abgeschotteten Behörden gerade dort als erstes auf Landesebene Informationsfreiheitsgesetze eingeführt wurden. Und im Übrigen, Sie haben vorhin aufgezählt, wo gibt es das noch nicht, und haben gesagt, nur in Hessen nicht. Also die SPD-mitregierten Länder Baden-Württemberg und Niedersachsen. Was ist mit denen? Baden-Württemberg ist gerade in der Anhörung, Niedersachsen hat noch keins. Diesem Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger stehen grundsätzlich viele Verwaltungen erst einmal positiv gegenüber. Ich glaube, das kann man so sagen, auch auf kommunaler Ebene. Wir haben ganz viele neue Angebote in den letzten Jahren entstehen sehen, nämlich Datenangebote im Internet zum einen oder auch Informationen in anderer Art und Weise. Und die Kernpunkte, worüber die Verwaltung auf kommunaler Ebene jetzt schon immer informieren, sind Wasserversorgung, Wasserentsorgung, Abfallentsorgung, auch Bauleitplanung. Und wir sehen, dass diese Informationsangebote auch wieder das Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger anregen. Und deswegen entsteht da ein Austausch, der für beide Seiten auch sehr fruchtbar sein kann. Und es ist kein Gegeneinander. Richtig ist, in Hessen haben wir bisher kein Gesetz, das die Informationspflicht landesweit regelt. Auf kommunaler Ebene gibt es sehr viele freiwillige Angebote. Das IGF des Bundes gilt nur für die Behörden des Bundes, klar. Wir haben jetzt aber morgen beraten wir das Umweltinformationsgesetz. Das ist das Einzige, was wir hier haben, das tatsächlich für ganz Hessen als Landesgesetz dann gilt. Aber das sind eben nur Umweltinformationen. Das ist der Zugang zu Umweltinformationen. Und, verehrter Kollege, wir haben im Koalitionsvertrag stehen, wir führen es ein. Und wir tun das auch. Und ich erläutere gerade, warum wir das tun und warum wir das auch für sinnvoll halten. Wir sehen, dass es auch Kommunen gibt, die schon entsprechende Satzungen haben, z.B. Landkreis Waldeck-Frankenberg. Da muss z.B. auch genau geprüft werden, schließen die sich aus. Also, das ist auch sehr unterschiedlich geregelt in den Bundesländern. In manchen Bundesländern gelten trotzdem weiterhin die Regelungen der Kommunen, sofern diese günstiger oder besser für die Bürger sind, in anderen nicht. Auch das werden wir sehr genau prüfen. Und wir müssen eben auch feststellen und sehr genau abgrenzen, wo die Grenzen der Informationsfreiheit sind. Und das sind klar personenbezogene Daten, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse. Ganz klar ist aber auch, das gilt nicht für solche Personen und Unternehmen, die Auftragnehmer von Verwaltungen sind. Denn gerade da wollen wir eine Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger hinsehen, damit sie sehen, wie werden Steuergelder, wie wird öffentliches Geld verwendet, wer bekommt die Aufträge, wer führt sie aus.
Ein weiterer Bereich, klar, der ausgenommen ist, sind Daten der Gerichte, Steuerbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Verfassungsschutz. Aber ich glaube, Herr Rudolph, da waren Sie ja auch einig mit uns. Der Zeitplan für die Umsetzung. Wir arbeiten an einem sehr guten Gesetzentwurf, so wie wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Wir lassen uns nicht hetzen, wir lassen uns nicht treiben. Ich habe ein paar Punkte aufgeführt, die gründlich zu prüfen sind. Und vor allen Dingen wollen wir auch ein Informationsfreiheitsgesetz oder auch Transparenzgesetz, je nachdem, wie wir es nennen werden, intensiv mit den Kommunen, den kommunalen Spitzenverbänden und deren Vertreterinnen und Vertretern diskutieren und es ihnen nicht einfach vor die Füße werfen. Das werden wir machen. Dafür werden wir uns die angemessene Zeit nehmen. Und wir freuen uns dann darauf, mit der Opposition zusammen hier die parlamentarischen Beratungen durchzuführen. Zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort Herrn Abg. Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie stand so schön in einer Wiesbadener Zeitung? Vor Tische las man anders, frei nach Schillers Wallenstein. Das, was Sie hier vorgetragen haben, ist schon eine ziemliche Heuchelei. Was haben Sie nicht alles vor der letzten Landtagswahl auch bei dem Thema versprochen? Und jetzt hören wir uns an, man muss prüfen, der kommunalen Ebene nichts vorwerfen. Sie nehmen doch sonst auf die keine Rücksicht, wenn es Ihnen passt, nur weil Sie wissen, dass auch bei diesem Gesetzentwurf die kommunalen Spitzenverbände nicht Hurra schreien. Das ist auch kein Grund für uns, es nicht einzubringen. Sondern seit 2007 gab es diverse Gesetzentwürfe von SPD, von Linken, von Grünen. Und jetzt, was für Erfahrungswerte wollen Sie denn sammeln aus 11 Bundesländern? Ich habe auch nicht gesagt, und mir ist auch ziemlich egal, ob es in allen SPD-regierten Bundesländern geht. Wir sind hier für das Bundesland Hessen zuständig. Und deswegen frage ich mich ernsthaft, bis wann wollen Sie denn einen Gesetzentwurf vorlegen? Am 16. September 2018, wenn die Wahlperiode irgendwie dann zu Ende geht oder sowas, beziehungsweise 18. Januar 2019? Nein. Sagen Sie doch gleich, Ihr Koalitionspartner hält davon nichts. Das ist eine bekannte CDU-Position, weil man könnte ja in Akten, wir sehen es ja im Untersuchungsausschuss 19.2, was wir dort alles an Interesse Dinge finden, wie auch Behörden arbeiten, wie Behörden versagen. Nein, Sie wollen nicht den mündigen Bürger von CDU und GRÜNEN. Das ist die Kernbotschaft, die dahinter steckt. Und als vor ein paar Wochen die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine mal beim Innenministerium nachfragte, ja, da wussten die gar nicht, dass sie so einen Gesetzentwurf erarbeiten sollen. Irgendwie, also der Reporter war ja ganz entsetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben im Jahre 2015, Umweltinformationsgesetz, nur stark eingeschränkte Möglichkeiten. Und wenn dann auch noch Informationen halb war und gefiltert dargenommen werden, wird das auch nicht die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger fordern, um an dem Beispiel Wuhlregg das mal deutlich zu machen. Nein, entweder Sie wollen mehr Bürgerrechte, dann kann man das umsetzen, oder Sie wollen es nicht. Sie wollen es nicht, und die GRÜNEN sind wieder einmal umgefallen. Zur Antwort erteile ich das Wort Frau Kollegin Goldbach. Vielleicht ist Ihr Problem ganz einfach, dass wir das umsetzen werden, was Sie hier gerade fordern. Aber das ist Ihr Problem, nicht unseres. Nächster Redner, Herr Dr. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gut, dass wir mal wieder über Informationsfreiheit oder genauer über Informationszugangsfreiheit reden. In schöner Regelmäßigkeit tun wir das und versuchen hier in Hessen Anschluss an die anderen Länder zu bekommen, damit auch hessische Bürgerinnen an die Daten und Informationen kommen können, die die von ihnen bezahlte Verwaltung vorrätig hält. Und mit schöner Regelmäßigkeit, Herr Rudolph hat darauf hingewiesen, mit schöner Regelmäßigkeit lehnt dies die CDU-geführte Landesregierung ab. Und ich glaube, man muss kein Prophet sein, auch nicht nach dem Beitrag von Frau Goldbach gerade,
um vorherzusagen. Dies wird auch bei dem jetzigen Koalitionspartner nicht anders sein. Und ob dies den GRÜNEN auch wieder Bezug nehmend auf meine Vorrednerin überhaupt noch besonders wehtut, darf mit gutem Grund bezweifelt werden. Wenn Sie, Frau Goldbach, hier sagen, Sie arbeiten daran, Sie prüfen und berichten dann hier schon einmal, dann ist das genau das Gegenteil von dem Handeln, was wir brauchen. Und wenn Sie die mehrfach sowohl von SPD als auch von uns hier vorgelegten Gesetzentwürfe dadurch klassifizieren, dass Sie sagen, das ist was vor die Füße werfen, dann ist das eine Unverschämtheit. Meine Damen und Herren, auch der Hinweis, dass wir eine Atomisierung des Informationszugangsrechts im Moment haben, immer mal dort ein bisschen, dort ein bisschen, oder der Hinweis auf das Umweltgesetz, das macht es eher schlimmer und macht deutlich, dass wir endlich ein Gesamtgesetz auch in Hessen brauchen. Meine Damen und Herren, worum geht es? Im Kern geht es darum, und ich zitiere auch einmal einen ganz alten, Wissen ist Macht. Dies bringt es in Kürze auf den Punkt, worum es letztendlich in den Debatten rund um das Thema Informationsfreiheit geht. War das früher, zu Zeiten der Aufklärung, mal vornehmlich ein philosophisches Thema, müssen wir uns heute eher in rechtspolitischen Diskussionen damit beschäftigen. Ich möchte Ihnen in Erinnerung rufen, dass Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes jedermann, ich zitiere, das Recht, sich aus allgemeinen zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten, zusichert. Das müssen wir endlich auch in Hessen umsetzen. Informationen, meine Damen und Herren, Informationen bilden die Basis für jeden Meinungsbildungsprozess. Und diese Meinungsbildung ist für uns als Demokratinnen und Demokraten von enormer Bedeutung. Dem Zugang zu staatlichen oder kommunalen Informationen kommt dabei eine besonders hohe Bedeutung zu, sofern es sich nämlich um Informationen handelt, die auf sich politisches Handeln bezieht. Ich finde es deswegen, und ich bin da ja nicht alleine, höchst beschämend, dass sich Hessen diesem Grundrecht aller Bürgerinnen und Bürger bis jetzt verweigert. Wir wollen die Kontrolle der Verwaltung durch die Öffentlichkeit, und deswegen wollen wir umfassende Transparenz herstellen, da sich andernfalls die zu kontrollierende Verwaltung ihrer Kontrolle nach Belieben entziehen kann. Eben weil wir die Demokratie für so wichtig halten, betonen wir die hohe Bedeutung der Meinungsfreiheit für unsere Demokratie. Und Informationen sind eben elementare Voraussetzungen für eine effektive Ausübung der Meinungsfreiheit. Und, meine Damen und Herren, Tatsache ist, da kann alles prüfen, berichten und arbeiten daran nichts verhindern. Tatsache ist, Erfahrungen in Bund und Ländern haben längst erwiesen, dass Akteneinsicht als Jedermannsrecht machbar, für die Verwaltung zumutbar und zur Weiterentwicklung der Demokratie unerlässlich ist. Deshalb ist sonnenklar, wo Informationsrechte für Bürgerinnen und Bürger fehlen, fehlt es schlicht am politischen Willen und am Mut, dies offen zuzugeben. Deswegen begrüßen wir wiederum die Diskussion darum, wie wir auch in Hessen ein umfassendes Informationsrecht schaffen. Ich bedanke mich. Das Wort hat Herr Abg. Bauer für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit 1. Januar 2006 ist das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes in Kraft. Gegenüber Bundesbehörden besitzen Bürgerinnen und Bürger einen Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag hatte seinerzeit dieses Gesetz abgelehnt. Bestrebungen, ein entsprechendes Gesetz in Hessen zu erlassen, wurden von unserer Landtagsfraktion ebenso wiederholt abgelehnt. Ich denke, man darf auf die Gründe durchaus noch einmal eingehen, denn wir haben hier auch grundsätzliche Bedenken.
Denn erstens, auch ohne ein solches Gesetz besteht ja heute schon Akteneinsichtsrechte auch in Hessen. Da wäre zu nennen das Datenschutzgesetz, das Pressegesetz, das Verwaltungsverfahrensgesetz oder beispielsweise auch das Umweltgesetzbuch. Sie gewähren denen einen entsprechenden Einblick in das Verwaltungshandeln, die ein tatsächliches Interesse daran geltend machen können. Und für alle, die ein berechtigtes Interesse dazu haben, besteht also heute schon die Möglichkeit des Zugangs zur Information. Für alle, die einfach einmal schauen wollen, was gemacht wird, gibt es diese Möglichkeit jedoch nicht. Die Behörden des Landes arbeiten auch jetzt schon nicht ohne Kontrolle. Denn erstens, wir besitzen als Parlament umfangreiche Informationsrechte und üben damit auch eine parlamentarische Kontrolle aus. Die Arbeit in den Untersuchungsausschüssen führt das aktuell wieder deutlich vor Augen. Solche Rechte bestehen auch auf kommunaler Ebene. Zweitens. Die Bürger haben zudem jederzeit jetzt schon die Möglichkeit, auch Gerichte zu bemühen. Und drittens. Erinnern möchte ich vor dem Hintergrund der Transparenz von Verwaltungshandeln auch an die vielen Pläne, die für interessierte Öffentlichkeit jetzt schon ausliegen, z.B. Bewirtschaftungspläne oder auch entsprechende Bebauungspläne. Auf kommunaler Ebene gibt es jetzt schon zahlreiche Informations- und Mitwirkungsmöglichkeiten. Das, meine Damen und Herren, was uns von anderen Fraktionen unterscheidet, ist das Fehlen eines grundsätzlichen Misstrauens in die Arbeit unserer Behörden. Wir sind grundsätzlich davon überzeugt, dass in hessischen Behörden nach bestem Wissen und Gewissen zuverlässig, gesetzestreu und redlich gearbeitet wird. Dem möglichen Nutzen eines Transparenzgesetzes stehen auch Kosten gegenüber. Die SPD selbst geht in ihrem, Gesetzentwurf davon aus, dass durch den erhöhten Arbeitsaufwand und die damit verbundenen Sach- und Personalkosten nicht bezifferbar sind. Wir denken, der Aufwand könnte vielleicht höher sein als ein entsprechender Nutzen, und wir müssen uns auch um die Kosten Gedanken machen. Meine Damen und Herren, wir behandeln dieses Thema ja nicht zum ersten Mal im Hessischen Landtag. In der Anhörung im September 2009 hatte sich damals ergeben, dass in den Bundesländern, in denen ein Informationsfreiheitsgesetz eingeführt wurde, die Nachfrage damals zumindest nicht allzu groß war. Das gibt schon zu denken. Und wir können gerne einmal nachfragen, wie das heute aussieht. Wir müssen und wir wollen und wir werden dann auch diese Erfahrungen der anderen Länder auswerten. Und ganz nebenbei, damals hat es sich gezeigt, dass die Hauptnutzer beispielsweise in Brandenburg damals die NPD war und in Hamburg die Scientologen, die sich entsprechende Einsichtsrechte ermöglicht haben. Meine Damen und Herren, wir hoffen doch, sind wir uns einig, dass der Aufwand in einem vernünftigen Verhältnis auch zum Ertrag stehen muss. Auch wir als CDU wollen Offenheit und Transparenz in der Verwaltung. Das ist keine Frage. Aber ob dazu ein Zitat, ein allgemeines und umfangreiches Recht auf Informationszugang, so heißt es wortwörtlich im SPD-Gesetzentrag, ob das dazu nötig ist, das muss auf Grundlage der Erfahrungen anderer Bundesländer und des Bundes erst einmal überprüft werden. So haben wir das im Koalitionsvertrag auch vereinbart, und so machen wir es auch. Meine Damen und Herren, wir müssen auch darauf achten. Wir wollen auch den Schutz von personenbezogenen Daten nicht aus dem Blick verlieren, den Schutz von Betriebs- und Geschäftsverheimnissen ebenso wie die schutzbedürftigen Interessen des Staates. Offenheit und Transparenz sind sicherlich wichtige Ziele der Verwaltung. Aber zugleich muss der Schutz von Daten, beispielsweise von Antragstellern an Behörden übermittelte persönliche Daten und auch Geschäftsgeheimnisse, sichergestellt sein. Wir werden also Chancen und Risiken eines solches Gesetzes genau abwägen und entsprechend in der Anhörung auch auf den Prüfstand stellen. Danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abg. Greilich für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach den, würde man sagen, etwas vollmundigen Ankündigungen der Kollegin Goldbach hatte ich ja gedacht, es ist hier ein bisschen Bewegung im Spiel. Das, was der Kollege Bauer jetzt vorgetragen hat, klingt in der Tat etwas anders. Danach sind die Vorbehalte in der Union offensichtlich noch genauso groß, wie sie das vor 6 Jahren waren, als wir unsere Koalition gebildet haben. Ich will Ihnen sehr deutlich sagen, für die FDP ist das kein zentrales Thema.
Denn wir haben in der Tat, und das habe ich in der letzten Wahlperiode ja auch mehrfach vorgetragen, zahlreiche Informationsrechte, Informationsansprüche in verschiedenen landes- und bundesgesetzlichen Bestimmungen. Damit kann man leben. Auf der anderen Seite sind wir es uns allen schuldig, dass man natürlich solche Positionen auch immer wieder auf den Prüfstand stellt. Ich darf sehr deutlich sagen, wir haben als FDP im Bund wie im Land immer nach der Maxime gehandelt, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen, Ihnen bekannt. Das ist genau die Frage, die hier immer wieder auf dem Prüfstand steht, wenn es um ein Informationsfreiheitsgesetz oder ein Transparenzgesetz geht. Im Jahr 2006, das hat Kollege Bauer schon erwähnt, ist auf Bundesebene ein Informationsfreiheitsgesetz in Kraft getreten. Beschlossen wurde es damals gegen die Stimmen der CDU/CSU durch die rot-grüne Koalition bei Enthaltung der FDP. Das will ich hier sehr deutlich sagen. Nur durch die Enthaltung der FDP, auch im Rahmen der Befassung des Bundesrates, konnte dieses Gesetz seinerzeit überhaupt noch vor der Bundestagswahl verabschiedet werden. Das ist Ausdruck unserer etwas ambivalenten Haltung, sehr kritischen Haltung zu der Frage, macht man hier ein neues Gesetz oder nicht. Wenn ich mir heute das Informationsfreiheitsgesetz ansehe, mit seinem umfangreichen, ellenlangen Katalog von Ausnahmetatbeständen, dann ist es schon die Frage, ob ein solches Gesetz letztlich hilfreich ist oder nicht. Seitdem hat sich einiges getan. Es gibt mittlerweile Informationsfreiheitsgesetze in 11 Bundesländern. In Baden-Württemberg ist eine Diskussion im Gange. Dort hat die FDP-DVP-Fraktion einen eigenen Entwurf vorgelegt, der im Wesentlichen das Bundesrecht umsetzt. Ich will eines sehr deutlich sagen, Herr Kollege Bauer. Mit Misstrauen gegen die Verwaltung hat diese Diskussion nun tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Denn der Informationszugangsanspruch, wie er auch im Bundesrecht verankert ist, ist sicher ein grundlegender Anspruch in einer Demokratie, die natürlich von Kontrolle der Exekutive lebt. Das hat Kontrolle in diesem Sinne hat mit Misstrauen nun tatsächlich nichts zu tun. Ich habe schon gesagt, es gibt letztlich zwei Seiten der Medaille, um die es geht. Einerseits geht es um die Frage, braucht man für die notwendige Transparenz ein eigenes Gesetz, ein eigenes neben dem Bundesrecht, ein spezielles Landesrecht. Das ist die Frage des Bedürfnisses. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass so ein Gesetz natürlich ein Stück zur Vereinfachung der Rechtslage auch beiträgt, weil es eine zentrale Anspruchsgrundlage dann bietet. Ich hatte schon erwähnt, wir haben vor 6 Jahren auch über diese Frage mit unserem damaligen Koalitionspartner gesprochen, oder etwas länger als 6 Jahre vor der Bildung der Koalition. Bei der Union war die Ablehnung eindeutig. Wir hatten die ambivalente Haltung dazu und haben deswegen gesagt, gut, dann lassen wir es dort raus. Aber wir haben in der Partei auch weiter diskutiert. In unserem Wahlprogramm zur Landtagswahl 2013 haben wir festgelegt, dass wir die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes in Hessen prüfen wollen. Wenn ich das jetzt sehe, was die Koalition vereinbart hat, dann las ich das erst etwas weitergehender, wie es auch Frau Goldbach anscheinend ja verstanden hat. Sie haben vereinbart, die Erfahrungen anderer Länder auszuwerten und zur Grundlage einer eigenen Regelung zu machen. Da habe ich gedacht, das ist so, wie Frau Goldbach das interpretiert hat, eigene Regelung für das Land Hessen. Das müsste dann ja wahrscheinlich so etwas wie ein Informationsfreiheitsgesetz sein. Wenn ich Herrn Bauer richtig verstanden habe, ist das ganz anders. Sie sind sich noch gar nicht einig, ob Sie dann überhaupt etwas machen wollen, sondern Sie wollen evaluieren und dann mal gucken und dann wahrscheinlich neu verhandeln mit Ihrem Koalitionspartner. Das ist natürlich ein bisschen etwas anderes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, ist im Wesentlichen der alte Gesetzgebungsvorschlag, den ihr offensichtlich ja nach wie vor für richtig haltet. Den muss man sich jetzt einmal genau anschauen. Ich hätte gedacht, dass die Koalition vielleicht dadurch angeschoben jetzt etwas in die Gänge kommt und uns einmal berichtet, was denn die Evaluation dieser Gesetzeslage ergeben hat. Aber offensichtlich, und das ist durch den Beitrag von Ihnen, Herr Kollege Bauer, unterstrichen worden, geht es eher darum, das Thema ein bisschen wegzuschieben und nicht zu einer Regelung zu kommen. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Deswegen bin ich dankbar, dass die SPD ihren Gesetzentwurf eingebracht hat.
Diesen Gesetzentwurf werden wir uns dann sehr genau noch einmal anschauen müssen. Es wird wieder eine Anhörung geben dazu. Davon gehe ich einmal aus. Bin ich jedenfalls sehr dafür. Kollege Rudolph nickt. Das ist auch der richtige Weg. Im Zuge dieser Anhörung wird man natürlich auch Vertreter aus den Ländern anhören müssen, in denen es solche Gesetze gibt. Dann machen wir halt die Evaluation im Ausschuss im Rahmen der Anhörung, wenn Sie das als Koalition nicht auf die Reihe bringen. Ich sage sehr deutlich, wir gehen ergebnisoffen in diese Anhörung hinein. Wenn sich dabei herausstellt, dass es gute Argumente dafür gibt, eine landesgesetzliche Regelung zu treffen, dann schauen wir, ob man das auf der Basis des SPD-Entwurfs machen kann oder ob man vielleicht an dem auch einvernehmlich das eine oder andere ändert oder ob das nicht sinnvoll ist. Das werden wir nach der Anhörung wissen. Und eines würde ich uns allen empfehlen. Ich habe immer noch in sehr guter Erinnerung die fraktionsübergreifenden Gespräche im Zusammenhang mit der Novelle des Hessischen Datenschutzgesetzes. Das war eine gute Arbeit, das war ein gutes Ergebnis, es ist eine gute Lösung. Und unter Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten, der ja auch in der Anhörung eine Rolle spielen wird, kann man mal versuchen und sollte man mal versuchen, bei einem solchen Thema der grundlegenden Umsetzung demokratischer Kontrolle vielleicht auch an einem Strang zu ziehen und zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Wir werden das jedenfalls tun. Wir stehen dafür bereit, und ich freue mich in dem Fall wirklich, das ist schon so eine Floskel, die hier immer kommt, aber in dem Fall stimmt sie hundertprozentig. Ich freue mich auf diese Anhörung, weil sie uns mit Sicherheit auf dem Weg weiterbringen wird. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Den heute zu erörternden Gesetzentwurf hat die Fraktion der SPD letztmalig im März 2013 in den Hessischen Landtag eingebracht. Und es ist mehr als durchsichtig, warum Sie diesen Gesetzentwurf jetzt recycelt haben. Es ist der untaugliche, wenn auch zulässige, aber untaugliche Versuch, die Koalitionsparteien hier im Hessischen Landtag zu provozieren. Aber das wird Ihnen nicht gelingen. Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist entschlossen, die im Koalitionsvertrag festgelegte Vereinbarung oder festgelegten Vereinbarungen Punkt für Punkt abzuarbeiten. Und dafür haben wir eine ganze Wahlperiode Zeit, die dauert 5 Jahre. Und insofern habe ich überhaupt keine Sorgen, dass uns nicht auch an dieser Stelle eine herausragende Regelung gelingen wird. Diesem Ansinnen folgend wird das Ministerium des Innern und für Sport zunächst die Erfahrungen anderer Bundesländer und des Bundes zu den jeweils bestehenden Informationsfreiheitsgesetzen auswerten. Eine entsprechende Abfrage wurde bereits gestartet. Und, lieber Kollege Rudolph, Sie haben gesagt, wir haben jetzt Erfahrungswerte aus 11 Ländern. Das haben Sie gerade eben hier also sehr kraftvoll vorgelegt. Wir haben Erfahrungswerte aus 11 Ländern. Da frage ich mich, warum sind Sie denn in Ihren Gesetzentwurf nicht eingeflossen? Weil das ist ja derselbe wie vor 2 Jahren. Also insofern muss ich Ihnen dort zurufen, es ist und bleibt ein reichlich durchsichtiger Versuch, aber er wird nicht gelingen. Wir werden, nachdem wir die Abfrage durchgeführt und ausgewertet haben, insbesondere die Chancen und Risiken einer eigenen Regelung vor dem Hintergrund bewerten, ob in anderen Ländern und beim Bund in der Praxis Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger über bestehende Informationsrechte hinaus erreicht wurden. Dabei werden wir darauf achten, dass der Schutz von personenbezogenen Daten, von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und schutzwürdigen Interessen des Staates am Ende nicht beeinträchtigt wird. Dieses Vorgehen entspricht jedoch nicht nur der Vereinbarung im Koalitionsvertrag, sondern es ist aus fachlicher Sicht auch zweckmäßig. Es wäre noch mehr als fahrlässig, ein Informationsfreiheitsgesetz für Hessen zu formulieren, ohne die Erfahrungen des Bundes und der anderen Länder mit ihren Gesetzen zu kennen und gegebenenfalls zu berücksichtigen. Mit dem hier vorgelegten Gesetzentwurf entlarvt sich die SPD selbst. Es geht in ihr in keinster Weise um Inhalte, sondern einzig und alleine darum, die Koalition zu provozieren. Wir haben es gemerkt. Versuch ist fehlgeschlagen. Ich wünsche fröhliche Beratung dieses Gesetzentwurfs. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rudolph, SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es war ein bisschen ziemlich viel elitäre Arroganz, Herr Innenminister, um es einmal ganz freundlich zu formulieren. Untauglicher Versuch. Wissen Sie, Sie müssen uns schon überlassen, wann wir welche parlamentarischen Initiativen einbringen. Ob Ihnen das persönlich passt oder in China der Sakreis umfällt, ist mir auch egal. Wir starten die Informationsoffensive 2022. Wir hoffen, dass bis zum Jahre 2022 Sie planen Straßen bis zum Jahre 2022 binden gleich die Landtage der nächsten Wahlperiode. Wir hoffen, dass wir irgendwann in Hessen auch einmal den Bürgern die Gelegenheit schaffen, hier, dass sie in Akten Einsicht nehmen können. Jede Vollmilch ist haltbarer als eine Politikeraussage, hat einmal ein Reporter der HNA vor ein paar Tagen geschrieben. Da ging es um das Informationsfreiheitsgesetz, Transparenzgesetz, nach dem Motto, was in der Oppositionszeit angeblich noch wichtig war, rückt in der Regierungszeit ganz nach hinten. Und das passt nahtlos an das Bild. Jetzt ist Frau Goldbach schon weg. Auch bemerkenswert, die Debatte noch nicht zu Ende. Ist sie jedenfalls nicht mehr anwesend bei der Debatte. Beim Herrn Bauer ist es das typische CDU-Verhalten. Da wird dann gesagt, wir hätten ein pauschales Misstrauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Demokratie muss es möglich sein, selbst wenn es einzeln nicht passt, dass der Bürger Einsicht in staatliches Handeln nachvollziehen kann. Was ist daran falsch an dieser Grundeinstellung? Sie wollen es nicht, und die GRÜNEN stellen sich hierhin, verbrämt. Ja, wir prüfen das. Meine sehr verehrten Damen und Herren und Herr Innenminister, in elf Bundesländern gibt es diese Gesetze. Ja? Uns? Ja, das weiß ich nicht. Wir sind für Hessen zuständig. Herr Reif, dass Sie von den Themen nichts halten, weiß ich doch. Das ist aber auch kein Maßstab für unser politisches Handeln. Weil dann müssen Sie es abschaffen nach der Geschäftsordnung, wenn Ihnen das alles nicht passt, dass Fraktionen Gesetzentwürfe einbringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Anhörung in 2013 und der Gesetzentwurf, Frau Kollege Greilich, der basiert auch auf Ergebnissen der Anhörung, etwa, dass der Datenschutzbeauftragte eine besondere Funktion bekommen soll, weil er für uns eine sehr neutrale Instanz ist, der die unterschiedlichen Ebenen, Rechte der Bürger mit Handlungsfähigkeit der Behörden vernünftig in Einklang bringen kann. Dieses Verhältnis muss vernünftig austariert werden, und das trauen wir der neutralen Position des Datenschutzbeauftragten zu. Und das ist ein Ergebnis, wo wir sagen, ja, nach einer achtjährigen Diskussion in Hessen muss es möglich sein, das gesetzlich zu regeln. Jetzt darf ich das einmal zitieren, Herr Staatsminister Al-Wazir, weil das, glaube ich, nichts Geheimes ist. Sie haben ja zu Recht den Hinweis per SMS geschickt. Er hätte schon damals als jugendlicher Abgeordneter, wird so sein, da waren die Haare vielleicht noch nicht so grau, aber das ist altersbedingt, das ist klar. Ja, das war auch nicht besser, meine Damen und Herren. Also, damals hätte er bei Gerhard Bögel, dem Innenminister, versucht, so etwas durchzukriegen. Ja. Macht aber das Ergebnis da auch nicht besser, dass Sie nach 17 Jahren jetzt sagen, weil ich das 1998 nicht hingekriegt habe, ist das 2015 auch noch falsch. Natürlich verändert sich die Zeit. Wir haben einen anderen Ansatz von Demokratieverständnis. Wir wollen den mündigen Bürger, der auch staatliches Handeln überprüfen kann. Und wir haben nicht diese Abwehrhaltung der CDU, des Herrn Bauer und des verehrten Herrn Innenministers, die pauschal sagen, das sei alles nicht nötig. Nein. Sind Sie doch so ehrlich und sagen, wir wollen es nicht. Und machen Sie doch nicht diese Märchenträume, wir prüfen ernsthaft, bla bla bla, sondern sagen, Sie wollen es oder Sie wollen es nicht. Und uns ist kein Bundesland bekannt, wo die Verwaltungen unter der Last der vielen tausend Anfragen von Bürgern, die staatliche Akten sehen wollen, zusammengebrochen ist. Das ist eine Erkenntnis, Herr Innenminister. Wenn Sie mehr wissen, bringen Sie es ein. Der Gesetzentwurf ist aus unserer Sicht vernünftig. Er ist gut austariert. Und deswegen halten wir eine Anhörung für vernünftig, wo man die Facetten noch einmal beleuchten kann. Aber wenn Sie es nicht wollen, tun Sie doch nicht so scheinheilig, als wenn Sie ernsthaft prüfen. Und die GRÜNEN vor Tische las man anders. Schillers Wallenstein trifft mehr denn je auf Sie zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wundere mich schon über die
Aufregung in dieser Debatte, Herr Kollege Rudolph, und an der Art, wie Sie hier vorgetragen haben, und an der Art, wie Sie hier versuchen, die beiden Koalitionspartner gegeneinander zu stellen, sieht man doch, dass es Ihnen in der Sache gar nicht darum geht, etwas zu erreichen, sondern es geht Ihnen darum, politische Spielchen zu machen und hier CDU gegen die GRÜNEN einander auszuspielen. Aber dieses Spielchen wird Ihnen nicht gelingen, meine Damen und Herren. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich finde auch, Herr Kollege Rudolph, Sie als Fraktionsgeschäftsführer, ich finde, Sie sollten dann auch mit den Kollegen, mit der Kollegin Goldbach, auch fair und richtig umgehen. Ja? Wir haben hier mit Ihnen vereinbart, die Tagesordnung umzustellen. Dadurch haben wir dafür Sorge tragen müssen, dass ein Minister an Bord ist. Die Kollegen und Kolleginnen mussten ihre Termine verlassen, mussten hierher kommen, damit wir ermöglichen, dass die Opposition einen Tagesordnungspunkt nach hinten geschoben bekommt, in der Zeit des Setzpunktes zu einem Zeitpunkt. Das haben wir Ihnen zugestanden. Und dann die Kollegin Goldbach hier versuchen vorzuführen, weil sie jetzt dann dringend in den Termin gehen musste, der ansonsten gar nicht wäre, weil die Debatte gar nicht stattgefunden hat. Ich finde, Herr Kollege Rudolph, als Fraktionsgeschäftsführer sollten Sie solchen billigen Populismus hier lieber lassen, meine Damen und Herren. Und jetzt noch etwas zur Sache. Wir haben, wie Sie ja wissen, das ist ja schon mehrfach auch betont worden, wir haben eine Koalitionsvereinbarung zwischen GRÜNEN und CDU geschlossen. Das sind zwei unterschiedliche Parteien. In dieser Koalitionsvereinbarung haben wir uns auch zum Thema Informationsfreiheitsgesetz und Transparenz verpflichtet. Diese Koalitionsvereinbarung ist verabschiedet. Wir werden diese Koalitionsvereinbarung umsetzen. Und wir werden auch im Punkt Transparenz Ihnen einen Gesetzentwurf vorlegen, meine Damen und Herren. Aber wir haben vor, die Legislaturperiode 5 Jahre zu Ende zu regieren. Und wir werden nicht alle Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag in den ersten 1,5 Jahren abarbeiten würden. Von daher haben wir uns vorgenommen, in diesem Bereich erst einmal zu eruieren, was läuft da, wie läuft es in anderen Bundesländern, welche Erfahrungen haben die gemacht. Und aus diesen Erfahrungen heraus werden wir hier ein abgewogenes Gesetz einbringen. Das werden wir zwischen CDU und GRÜNEN sehr gut und sehr kollegial besprechen. Und dann werden wir hier dem Landtag einen Gesetzentwurf vorlegen. Und dann hoffe ich auf Ihre rege Mitdiskussion. Und dann werden wir das auch anhören. Also bleiben Sie in der Ruhe. Der Koalitionsvertrag ist nicht für 1,5 Jahre geschlossen, sondern für 5 Jahre. Und wir werden das, was wir vereinbart haben, auch umsetzen. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Also ich wundere mich ja etwas über die Aufgeregtheit, die hier bei einem sehr sachlichen und wichtigen Thema eine Rolle spielt. Aber die Aufregung ist überall im Hause, lieber Holger Bellino. Und ich will nur einmal eines festhalten, Herr Kollege Frömmrich. Das war ja ein netter Versuch. Aber zu erzählen, man hätte mit Rücksicht auf die Opposition hier etwas verschoben, das ist ja wohl ein Ding. Wir haben 6 Punkte in diesem Haus. Die sind für eine bestimmte Zeit vorgesehen. Schauen Sie in die Geschäftsordnung, dann sehen wir das alles. Das ist der Punkt. Und wenn hier ansonsten die Tagesordnung abgewickelt wird, dann wird die abgewickelt. Das ist klar. Es hatte mit Rücksicht auf die Opposition aber auch gerade gar nichts zu tun. Das ist das eine. Das Zweite, was ich festhalten will, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Frau Goldbach bei der Debatte jetzt nicht da ist. Sie hat mir vorher gesagt, sie hatte einen verabredeten Termin, hat sich entschuldigt, dass sie dorthin muss. Dann ist das völlig in Ordnung. Das ändert aber nichts daran, dass wir uns natürlich in der Sache mit dem befassen dürfen, was Frau Goldbach hier vorgetragen hat. Das ist natürlich Gegenstand der Debatte, und nichts anderes habe ich zumindest getan. Und ich sehe Anlass dazu, noch einmal zu wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Frau Goldbach hat hier den Eindruck erweckt, es gibt eine wunderbare Vereinbarung, dass man im Laufe der Wahlperiode hier einen Gesetzentwurf vorlegt. Wir haben sehr genau zugehört, Herr Kollege Bauer, was Sie gesagt haben. Wir haben sehr genau zugehört, was der Innenminister gesagt hat. Das kenne ich alles irgendwoher. Das habe ich nämlich vor ein paar Jahren schon einmal in internen Gesprächen gehört. Und das ist die Botschaft, wir wollen gar nichts.
Insofern ist die Interpretation dessen, was Sie dort vereinbart haben, ich habe das vorhin schon einmal gesagt, ich zitiere es noch einmal, Sie haben vereinbart, auszuwerten und das Ergebnis der Auswertung zur Grundlage einer eigenen Regelung zu machen. Das ist etwas, womit Sie versucht haben, den Eindruck zu erwecken, Sie wollen so etwas tun. Herr Frömmrich hat das jetzt ein bisschen relativiert. Irgendwas wird kommen, aber ein eigenes Transparenzgesetz, die Frage ist offenkundig offen. Und das wollen wir dann heute doch einmal als Auslegungshinweis zur Lektüre des Koalitionsvertrages dieser grandiosen Koalition hier zu Protokoll nehmen. Danke, Kollege Greilich. – Als Nächster spricht Kollege Wilken, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sowohl vom Innenminister als auch jetzt gerade von Herrn Frömmrich ist betont worden, wir würden hier nur politische Spielchen betreiben, wenn wir das Informationsbedürfnis von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber der Verwaltung hochhalten. Alle, die diese Debatte jetzt verfolgt haben oder mal nachlesen werden oder wie auch immer, werden merken, es bedarf nicht unseres Zutuns, hier einen offenen Widerspruch zwischen den beiden die Regierung tragenden Koalitionen wahrzunehmen. Da müssen wir gar nicht darauf hinweisen. Da müssen wir nur zuhören, wie sie argumentieren, was sie sagen und was sie nicht sagen. Deswegen weise ich auch mit aller Deutlichkeit zurück, wir würden hier etwas herbeireden. Wir hören zu, nehmen wahr und wundern uns, wie Sie das aushalten. Aber das ist nicht unser Problem. Einen zweiten Punkt möchte ich noch einmal in aller Deutlichkeit zurückweisen, Herr Bauer. Wenn Sie hier vermuten, dass Bürgerinnen und Bürger, die sich informieren wollen, z.B. über Projekte, die in ihrer Nachbarschaft passieren oder an ihrem Hauptbahnhof passieren oder was das ein oder andere Unternehmen in der Nachbarschaft so alles treibt, dass dieses auf unbegründetem Misstrauen gegenüber Verwaltungshandeln beruht. Das ist deutlich zurückzuweisen. Es ist die Recht und Pflicht von mündigen Bürgerinnen und Bürgern, aufmerksam zu sein, was in einer Kommune, was in einem Land, was in einem Staat passiert. Das ist unser Verständnis von mündigen Bürgerinnen und Bürgern. Und wenn Sie da ein anderes haben, dann frage ich Sie oder fordere Sie auf, kommen Sie doch endlich einmal im Jahre 2015 an und nehmen Sie das zurück, dass Bürgerinnen und Bürger, die sich informieren wollen, mit Misstrauen an die Sache herangehen. Sie wollen handeln, sie wollen politisch entscheiden, und dazu bedarf es Information. Danke sehr. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, Drucksache 2341 aus 19, abgeschlossen und wird zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den INA überwiesen.